Ja, ich glaube, wir können alle sehr stolz sein. Das war ein tolles Ergebnis. Wir haben gelernt aus diesen beiden Gruppenspielen. Und ich glaube, wir haben heute unglaublich dominant gespielt, sehr clever. Sicherlich gab es zwei glückliche Tore mit den beiden Eigentoren, aber das muss man sich trotzdem erarbeiten. Und ich glaube, es war insgesamt, glaube ich, für alle Beteiligten heute ein echtes europäisches Fußballfest. Also mit der roten Karte und dem 3-0 war das Spiel für mich entschieden. Und dann muss man auch gucken, dann braucht man nicht mehr pausenlos nach vorne rennen und die Bälle vors Tor flanken und sich vielleicht noch einen Konter einhandeln, sondern dann muss man auch mal Ruhe bewahren und das Spiel kontrollieren und den Ball laufen lassen. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Ja, ist natürlich wichtig für unseren Club insgesamt, aber auch für die Region hier und für die Stadt, dass wir überregional wahrgenommen werden, dass wir international wahrgenommen werden. Das hat es bisher in dieser Form nicht gegeben und darüber freuen sich alle und sind alle mächtig stolz drauf. Also im Ergebnis ist es eine tolle Situation, sportlich, toll wirtschaftlich, denn wir haben die Perspektive für die Zukunft damit geschaffen. Wir sind jetzt unter den besten 8. Wir freuen uns eigentlich über jeden Gegner, der kommt. Ich glaube, es wird morgen auch das nächste Fest sein, hier die Auslosung mitverfolgen zu können. Und ja, es ist einfach pure Freude, aber natürlich auch Konzentration auf das Sonntagsspiel 1. FC Köln.